Hallo Tom. Hallo Andreas, hallo. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass es mit diesem Treffen geklappt hat. Bevor wir mit dem Interview starten, erzähl uns doch als Auftakt am besten etwas über dich selbst. Kann ich gerne machen, Andreas. Und zuerst einmal auch von meiner Seite Dankeschön, dass ihr mich habt. Und ich bin schon ganz kribbelig und gespannt auf die Fragen und natürlich auch das ganze Interview allgemein. Also, ich bin Tom Weber, bin gelernter Wirtschaftsinformatiker und arbeite zurzeit bei der Infomedis AG und wir sind in der Digitalisierungsbranche unterwegs, sektormäßig im Bankenumfeld und allgemeine Finanzdienstleistungen. Ich wohne im schönen Zürich Unterland, Nerach, falls das für die einen oder anderen ein Begriff ist. Und nebenbei ja, koche ich sehr gerne, bin sportlich auch ein bisschen aktiv, so gut es geht. Aber so, das klappt ganz gut, die Balance zwischen Arbeiten und Freizeit. So würde ich mich beschreiben in einer Minute ungefähr. Super, klingt schon mal sehr spannend. Jetzt, das Thema heute ist ja, Design Thinking. Und das hat ja viel mit Kreativität zu tun. Welchen Stellenwert hat dann das kreative Arbeiten in deinem Umfeld oder für dich ganz persönlich? Also zuerst mal in meinem Umfeld ist sehr stark getrieben. Ich denke, es ist immer wichtiger, dass man diesen Ansatz zumindest nicht ganz links liegen lässt, weil doch auch noch, ich sage jetzt mal so, im Triangel von Umfang, Budget und Zeit, dass man dort auch noch ein bisschen Kreativität einbringen darf und auch sollte, wenn es geht. Persönlich für mich, ich habe immer mehr und mehr hat es für mich auch einen persönlichen Stellenwert. Wie gesagt, als gelernter Wirtschaftsinformatiker hatte ich nur diese drei Aspekte ein bisschen im Fokus, so ein bisschen plakativ gesprochen. Und immer mehr und mehr persönlich wie auch, also persönlich wie auch im beruflichen Umfeld, versuche ich es immer mehr anzupacken, da ich denke, dass wir uns doch auf viele Dinge wieder konzentrieren müssen, vor allem immer halt die Kreativität, den Nutzerfokus in den Vordergrund zu bringen. Okay, es gibt es ja vielleicht Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was Design Thinking überhaupt ist. Kannst du uns die Anwendung von, oder vielleicht zuerst, wie würdest du Design Thinking jemandem erklären, der noch nie etwas davon gehört hat? Das habe ich mir vorher schon auch ein paar Mal überlegt, wie ich das artikulieren sollte. Und ich habe mir dann so gesagt, ja, wie würde ich es zum Beispiel meinem Neffen erklären? Der ist 6 Jahre alt. Ich denke, es geht was dazwischen, sagen wir mal so, weil doch ganz ohne Fachjargon geht es wahrscheinlich nicht. Grundsätzlich ist Design Thinking eigentlich ein sehr benutzerzentrierter Ansatz. Das heißt, man schaut wirklich, was sind die Probleme. Wo drückt der Schuh beim Benutzer, beim Endanwender? Und man fährt mit diversen, auch wirklich zum Teil sehr kreativen Ansätzen. Man fährt wirklich da mit dem ganzen Vehikel, man stellt sich einer Problemstellung entgegen und schaut, wo klemmt und wo drückt wirklich der Schuh, bevor man wirklich mit dem Implementieren, zum Teil auch mit dem Design von halt potenziellen Lösungen eigentlich beginnt. Also, man konzentriert sich sehr stark auf das Problem, was ist es eigentlich, wo drückt der Schuh wirklich? Und danach schaut man, wie kann man das eigentlich am besten für den Endanwender lösen. Das sind eigentlich diese zwei Hauptpfeiler, die ich hinter Design Thinking sehen würde. Und so würde ich den Ansatz eigentlich auch beschreiben und umschreiben für einen Nicht-Design Thinker. Kannst du das vielleicht das Ganze noch anhand von einem einfachen, praktischen Beispiel erläutern? Ja, klar, es ist eigentlich gar nicht so weit dahergeholt. Ich meine, man kennt vielleicht so wie das ganze Wesen, wenn es darum geht, wenn man zum Beispiel eine Offerte reinholt für eine bestimmte Leistung, für ein bestimmtes Werk, gar nicht weit so hergeholt. Es ist eigentlich nicht so
schwierig, dass man denkt, okay, wo liegen die Problematiken wirklich, wenn es in diesem Zweiergespann geht? Also wenn zum Beispiel ein Nachfrager eine bestimmte Ware, eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmtes Werk haben möchte und die potenziellen Anbieter antworten dann auf diese Anfrage, oder? Jetzt fragt man sich, okay, oftmals begegnet man dem Problem oder der Herausforderung, dass die Kunden abspringen während dem ganzen Prozess, während der ganzen Korrespondenz zwischen Nachfrager und Anbieter. Da kann man sich fragen, okay, wo liegt das Problem wirklich? Ist das Problem im Format, wie die Informationen hin und her geschickt werden? Oder liegt das Problem eher woanders? Und da kann man zum Beispiel auch ganz klassisch Design Thinking anwenden und schauen, hey, was macht es aus, dass eigentlich die Absprungrate sozusagen bei den Angeboten, die dann zurückkommen, vielleicht nicht so hoch sind, wie man es erwartet, dass man die Konversion von halt Angebot und dann wirklich Bestätigung eines Auftrags zum Beispiel erhöhen kann. Da gibt es ganz einfache Ansätze, wie man dem auf den Grund gehen kann eigentlich und das wirkliche Kernproblem in dieser doch ganz einfachen Konstellation hervorheben kann. Wenn ich jetzt Design Thinking erfolgreich anwenden möchte, brauche ich dazu spezielle Fähigkeiten oder spezielles Wissen? Ich denke, spezielles Wissen brauchst du nicht, spezielle Fähigkeiten glaube ich jetzt auch nicht. Es ist eigentlich ähnlich wie Scrum. Ich weiß, wir kommen noch auf die Frage zurück, aber so die Theorie ist relativ einfach. Die Anwendung ist aber nicht ganz ohne. Es braucht schon eine gewisse Anlaufzeit, eine gewisse Übung, dass man es wirklich verstanden hat. Also persönlich zum Beispiel ich finde mich ab und zu noch sehr oft darin, dass ich zu lange mich damit befasse, was ist es jetzt genau. Design Thinking legt auch großen Wert darauf, dass man zeitnah, dass man eigentlich relativ rasch ins Machen kommt, ins Kreative kommt und dann wirklich mal einfach etwas hat, ein Artefakt, welches man angeht, die potenzielle Kernfragestellung. Und dann die angeht, mit kreativen Ansätzen bearbeitet und dann aber auch schnell sagen kann, okay, das ist jetzt nicht die Lösung, da kann ich jetzt wieder verwerfen. Also man iteriert eigentlich relativ schnell und kombiniert mit diesen kreativen Ansätzen. Wissenschaftlich oder komplex Rocket Science ist das nicht. Es braucht schon einfach ein bisschen die Übung und vor allem halt das Gefühl für das richtige Timing. Und erlernen kannst du eigentlich relativ schnell eigentlich. Aber für mich hat es ein bisschen getönt, wie es noch viel mit Intuition zu tun hat. Ist das richtig? Oder? Also gibt es da viel Literatur, die das vielleicht sehr preskriptiv beschreiben, was man da für Prozesse oder welche verschiedene Phasen man da einhalten muss? Oder ist das mehr ein bisschen so mit empathischen oder eben mit einem Gefühl, dass ich versuche, den anderen zu verstehen, und nicht unbedingt irgendeinem Prozess folge? Es braucht beides, es braucht sicher beides. Also du hast es erwähnt, das Empathische, das Endanwender-Zentrierte, das steht im Vordergrund. Nichtsdestotrotz braucht es schon ein bisschen noch dieses Prozessgesteuerte. Das Wort ist sehr, halt völlig das Gegenteil von Kreativität, von Design Thinking per se. Aber es braucht schon einen gewissen geführten Prozess, dass man das wirklich gut durchlaufen kann. Aber ich denke, der Prozess ist nicht da, um einen zu drosseln, um einen zu hindern, kreativ zu sein. Es geht mehr darum, dass man sich dass man seine Kreativität eigentlich gut bündeln kann und eine Orientation hat, wann soll man jetzt zum Beispiel das Problem weiter bearbeiten oder wann soll man jetzt herübergehen in die eigentliche Lösungsfindung. Also da gibt es diverse Prozesse, da gibt es diverse, vielleicht sogar auch Versionen vom Design Thinking Ansatz. Aber grundsätzlich, also die Tonalität ist meistens so, du hast viel Kreativität mit ein bisschen Prozess, aber du brauchst schon ein bisschen beides. Mehr vom kreativen Teil, aber das Prozess gesteuerte, würde ich sagen, kannst du doch auch nicht ganz links liegen lassen. Okay.
Jetzt, wenn man in der IT arbeitet, dann sind ja eigentlich so die Buzzwords heute Agile und DevOps. Wie passt da Design Thinking zusammen? Also Design Thinking ist irgendwo durch nicht verwandt, ist ein bisschen das falsche Wort, aber hat die ähnlichen Ansätze wie die ganze agile Denkweise. Also Design Thinking hat, wie schon vorher kurz beschrieben, also je nach Modell hat es eben diese Phasen, diese Prozessschritte, die man so kennt aus der Literatur, aus Referenzen. Die Ähnlichkeit mit dem Agilen besteht eigentlich darin, dass man sagt, man muss schnell ins Tun kommen. Speziell jetzt beim Design-Thinking, man muss schnell ins Kreative, ins, ich sage jetzt mal, handgreifliche Tun kommen. Und man muss eigentlich den Prozess so oft wie möglich durchlaufen, damit man wirklich immer ein Artefakt hat, was man im besten Fall anschauen oder ausprobieren kann, dass man weiß zumindest, okay, das ist es nicht, was ich haben wollte. Und das verfolgt ja das agile Vorgehensweise auch ein bisschen. Dort wahrscheinlich tendenziell, ich behaupte jetzt mal, noch eher stärker mit Konzept und Architekturen, anderen so ein bisschen strukturellen Tools und Methodiken angelehnt. Wobei eben halt Design Thinking mehr Kompetenzen, mehr Instrumente aus der ganzen Design-Welt und Kompetenz mit sich bringt. Aber das ganze Agile, das ganze Iterative, da sehe ich den größten Nenner eigentlich zu der Agilität. Ich meine, DevOps ist ja eine noch stärkere Form oder erweiterte Form von agilem Schaffen. Wie ich jetzt Design Thinking mit DevOps verknüpfe, kann ich dir nicht abschließend beurteilen. Ich denke, es ist sicher alles irgendwo durch in einem selben Gewässer, aber DevOps und Design Thinking per se, habe ich jetzt mir nicht groß Gedanken gemacht, wie ich das jetzt miteinander korrelieren, verknüpfen oder vergleichen sollte. Ja. Aber muss man sich so vorstellen, dass ich quasi, wenn ich bisher mit einer agilen Entwicklung unterwegs war, wie zum Beispiel Scrum, ist dann Design Thinking etwas, das Scrum ersetzen kann, oder ist es mehr etwas, das es komplementär ergänzt als zusätzliches Element? Ich bin froh, dass du das fragst. Ich sehe es als Letzteres. Man kann klar so wie eine Art, du kannst klar Mini-Design-Thinking Aktivitäten durchführen, aber ich sehe es eher als komplementär, als ergänzend. Weil ich habe es am Anfang, also ich habe es versucht am Anfang zu beschreiben, Design Thinking fokussiert sich eigentlich darauf, dass man wirklich das Problem versteht. Das heißt, oftmals hat man auch vor zum Beispiel einem Projekt, das mit Scrum abgewickelt wird, hat man oftmals noch den Need, das Bedürfnis noch nicht artikulieren können, weil man einfach noch nicht weiß, eben wo drückt der Schuh genau. Und da kann Design Thinking eigentlich Abhilfe schaffen. Mit Design Thinking kannst du eigentlich, bevor du ein Projekt beginnst, bevor du einen Scrum Sprint beginnst, kannst du nochmals einen Schritt zurück machen und dir genau überlegen, hey, gehen wir jetzt eigentlich das Richtige an? Also ich würde es als Letzteres behaupten, Design Thinking als ergänzend, als komplementäres Tool eigentlich, ja. Okay, so quasi als kreativer Lösungsfindungsprozess, wenn ich ein Problem habe, wie will ich es lösen? Also wenn ich gar nicht in der Lage bin, eine User Story zu schreiben, weil ich das Problem noch nicht verstanden habe, dann könnte ich auf Design Thinking zurückgreifen. Genau, es ist natürlich immer eine Frage von Aufwand und Ertrag sozusagen. Also wenn du Design Thinking in diesem Mini-Ansatz verwendest, also jetzt wirklich streng gesagt für jede User Story, dann bringt es sich dir schon einen gewissen Aufwand mit sich, aber es ist ja immer gut. Ich meine, man kennt es ja von den User Stories, wenn man die User Stories von einer Business Engineering Sicht strukturiert, dokumentiert und aufbaut. Auch dort gibt es schon teilweise Elemente drin, die ja ähnlich sind eigentlich wie mit dem Design Thinking Prinzipien. Man fragt sich ja wirklich, wofür implementiert man eine gewisse User Story? Und wer hat dann schlussendlich den Nutzen von dieser User Story? Also irgendwo durch ist es schon eigentlich im Pattern von den User Stories, im Pattern von der ganzen Scrum-Methodik, also in dieser Form mit dabei. Aber natürlich noch lange nicht so
erweitert und noch nicht so halt ja, ausgedehnt wie jetzt der ganze Design Thinking Prozess. Aber du hast recht, man könnte es auch so ja, beschreiben und auch, es trifft auch dort zu, ja. Jetzt, du hast ja erwähnt, dass du im Bankenumfeld tätig bist. Ist dann Design Thinking etwas, das im Finanzbereich besonders gut passt, oder ist das etwas, das man eigentlich in irgendeinem Industriesektor anwenden kann, vielleicht sogar bis hin zur Forschung? Also ich persönlich habe Design Thinking an der Kunsthochschule Zürich sozusagen mir beigebracht. Ah, cool. Und dort kam ich rein und hatte das Gefühl, hey, Banking, Finanzsektor, wir sind es und ich sage jetzt mal, wie das Ganze funktioniert und bin dann logischerweise auf den Kopf gefallen, weil ich denke, auch das ist so eines der Prinzipien von Design Thinking. Man hat diese ganze Interdisziplinarität, das heißt, verschiedene Leute mit verschiedenem Background, vielleicht auch demografische Diversität kann das Ganze noch nochmals ja, besser dazu beisteuern. Aber grundsätzlich ist es eigentlich branchenübergreifend und ja, also ich meine, das ist der größte Beweis. Also in dieser Gruppe hatten wir diverse verschiedene, also Leute von ganz verschiedenen Sektoren mit ganz verschiedenen Werdegang und das hat super geklappt. Also ich stehe ganz und voll hinter dieser, also deiner These, das stimmt, man kann es branchenübergreifend eigentlich verwenden. Mhm. Gibt es da aufgrund von deinen Erfahrungen, gibt es Probleme, die sich besonders eignen, mit Design Thinking zu lösen oder vielleicht umgekehrt Problemstellungen, wo du sagst, da würde ich jetzt eher nicht mit diesem Ansatz rangehen? Ja, da muss ich kurz überlegen. Also zu deiner ersten Teilfrage würde ich sagen, nein, es gibt keine spezifischen Problemstellungen, die Design Thinking speziell gut dafür ist. Wie gesagt, du kannst es wirklich sehr eigentlich gut eigentlich in fast jeder Branche und du kannst es sogar auch in deinem privaten Umfeld nutzen. Es gibt ja das ganz schöne Buch, der Bestseller Design Your Life, wo der Autor eigentlich Design Thinking auf sein eigenes Leben appliziert hat. Und ja, also spannende Resultate, die dabei herausgekommen sind. Also das funktioniert durchaus. Dann die zweite Teilfrage. Ja, ich denke, es gibt schon gewisse Bereiche, wo Design Thinking nicht passend dafür ist. Es ist ja nicht ein Allzweck-Heilmittel, das wirklich überall verhelfen kann. Ich würde sagen, wenn du wirklich, ja, Ich sage jetzt mal zum Beispiel strikte 1:1 Ablösungen hast, wenn du, ich weiß nicht, Datenmigrationsprojekte hast, irgendwie so, oder? Wenn du halt Prozessabläufe hast, wenn du Umfelder hast, wo es einfach, ich sage jetzt mal, sequenziell, prozessuell einfach korrekt ablaufen muss, dann ist wahrscheinlich Design Thinking nicht der richtige Ansatz dafür. Ich weiß nicht, zum Beispiel im Operationsraum beim Chirurg, da musst du jetzt nicht noch versuchen, Design Thinking anzuwenden, weil dann muss ein Schritt nach dem anderen klar definiert sein und da hat's halt nicht so viel Spielraum für Kreativität. Das ist schon so, ja. Und wenn wir eine ähnliche Frage jetzt transferieren in die Komplexität oder Größe von einer Organisation, also kann man das Design Thinking in einem Startup mit 3-5 Leuten ebenso gut anwenden wie in einem riesengroßen multinationalen Großkonzern? Ich glaube, also zumindest sehe ich das so, ich glaube, die Größe des Konzerns oder der Unternehmung, die den Rahmen bietet für so eine Aktivität, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Oder entscheidend ist wirklich nur welche Leute du mit an Bord hast für ein Design Thinking Workshop, sag ich jetzt mal zum Beispiel so. Du kannst Design Thinking eigentlich unabhängig von der Größe anwenden. Klar, ein Team, eine Gruppe, die etwas bearbeitet, das ist natürlich, sollte schon überschaubar bleiben. Ich meine, ich spreche da von Scrum, da hast du auch eine empfohlene Teamgröße, oder? Aber grundsätzlich so rein von der Firma, die dahinter, oder vom Unternehmen, die dahinter von der Größe her steht,
würde ich sagen, ist das sekundär, weil es ist mehr wichtig, dass du wirklich eine tolle Truppe zusammen hast, die das ein Problem bearbeiten und dass, ja, dass die Leute halt das wollen und dass die Leute sich diese, ich weiß nicht, 2-3 Tage Zeit nehmen, um so eine Problemstellung mit Design Thinking anzugehen. Also ich würde nicht sagen, dass die Größe eines Unternehmens bestimmt ist dafür, ja. Ja. Gut, ich selbst komme aus einem größeren Konzern und da gibt es eine Unmenge an Standards und Richtlinien, die man einhalten muss. Passt auch solche Umgebung in ein Design Thinking zusammen, wenn man solche Einschränkungen berücksichtigen muss? Weil das steht ja ein bisschen im Widerspruch, wenn wir vorhin von kreativen Denken gesprochen haben. Mhm. Ja, also ich würde sagen, ich habe jetzt nicht hier die perfekte Antwort oder das perfekte Rezept für das. Ich meine, ich weiß, was du ansprichst. Es ist so, du hast oftmals sehr eine starke Governance, die das eventuell anscheinend vermeintlich nicht zulässt. Aber auf der anderen Seite ist es oftmals auch ein bisschen die Kultur, oder? Der Kultur geschuldet, dass solche vielleicht immer halt so ein bisschen crazy, hippe Ansätze nicht ankommen. Aber wie gesagt, ich kann ja hier nicht eine Antwort liefern, wie das das aushebeln würde. Aber ich würde mal so von meiner Erfahrung behaupten, dass die Leute reagieren oftmals ein bisschen symptomatisch auf solche Buzzwörter, auf solche, ja, halt trendige Ansätze. Also wenn du zum Beispiel Design Thinking nicht beim Namen nennst schon mal, habe ich die Erfahrung gemacht, aber doch punktuell gewisse Ansätze anwendest, dann steigert das vielleicht überraschenderweise aus meiner Sicht die Akzeptanz sehr für so eine Aktivität. Aber klar, um das natürlich dann langfristig zu etablieren, das hängt je nach Unternehmen und je nach Kulturen, je nach eben Standards, die schon das Unternehmen eigentlich so viel mit sich bringen möchte eigentlich. Okay. Obwohl wir es zwischen den Zeilen schon ein paar Mal erwähnt haben, aber also Design Thinking habe ich dahingehend verstanden, es ist nicht nur auf IT-Probleme spezialisiert oder beschränkt. Das ist auch durchaus in anderen Bereichen sinnvoll anwendbar. Ja, es ist durchaus anwendbar auf andere Bereiche. Ich meine, ich habe während der Weiterbildung an der Kunsthochschule, um hier ein Beispiel zu nennen, ich habe das angewendet für ein Steakhouse. Ich hatte eine Problemstellung und ich habe da meine Hilfe angeboten. Und klar, es war wahrscheinlich mehr die Gewohnheit, in so einem Umfeld zu arbeiten jetzt für mich. Aber auch dort hatten wir dann super tolle Resultate daraus. Und ich würde nach wie vor behaupten, es ist wirklich ganz auf alle Branchen eigentlich anwenden. Also da gibt es wirklich keine Einschränkungen. Und es kostet dich, meiner Behauptung nach, es kostet dich nicht, es ist keine Rieseninvestition, die du machen musst, um Design Thinking auszuprobieren, sage ich jetzt mal ein bisschen frech. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass deine Ausführung Appetit auf mehr gemacht hat, dass der eine oder andere jetzt eigentlich neugierig geworden ist. Wenn dem so ist, was würdest du ihm empfehlen? Was sind so die ersten sinnvollen Schritte? Du meinst jetzt auf das Beispiel vom Steakhouse? Oder nein, allgemein, wenn jetzt auch jemand sagt, ja, also das finde ich noch spannend, Design Thinking. Wo soll ich dann zuerst beginnen? Gibt es irgendein Buch? Gibt es irgendwo ein YouTube-Video? Muss ich einen Kurs machen, eine Ausbildung? Oder kann ich am besten mir einen Coach angeln? Was sind so gemäß deiner Erfahrungen sinnvolle erste Schritte? Ich denke sicher mal, sich selbst einmal mit dem Thema befassen, ist mal sicher nicht schlecht, dass man ein bisschen ein Gespür bekommt, wobei geht es. Was ich damit genau meine, ist eigentlich ganz einfach, und zwar speziell jetzt in unserer Branche, es ist oftmals nicht sehr weit dahergeholt, wenn man zumindest die Bestätigung hat oder weiß, okay, es hat gewisse ähnliche Charakterzüge wie jetzt zum Beispiel agile Vorgehensweise, man kennt das Iterative, zumindest ist es mir so ergangen, wo ich diese Weiterbildung gemacht habe, ich habe oft
gesehen, dass es ähnliche Prinzipien hat, wie jetzt zum Beispiel diese ganze Scrum-Vorgehensweise. Es gibt eigentlich im Netz gibt es sehr gute Material dazu. Eigentlich ganz klassisches Beispiel, die Firma IDEO, wo der Tim Brown dahinter steckt, die sind so die Vorreiter, das ist so der Namen, hinter dem eigentlich Design Thinking steckt oder birgt. Auf IDEO kann man sich sehr gut schlau machen, da gibt es ganz kurze, knackige und wirklich treffende Erklärvideos und Erklärseiten. Und ansonsten gibt es im Netz ganz viele auch Bücher, Literatur zu Design Thinking. Und wenn jemand natürlich Interesse hat, dann auch natürlich mit mir in einem kurzen Gespräch kann ich auch versuchen, schon eventuell das vorhandene Wissen ein bisschen einfach zusammenzusetzen. Weil wie gesagt, oftmals ist es nicht weiter hergeholt, wo man sich das Wissen eigentlich wie für sich selber zusammenbauen kann. Aber nochmals, wie gesagt, es gibt gute Literatur im Netz. Auf YouTube findest du sicher auch ein, zwei gute Videos. Dann empfehlen kann ich wirklich die Seite von IDEO. Sie sind so die Pioniere im Design Thinking. Und danach gibt es weiterführend auch auf sozialen Netzwerken gibt es immer wieder gute Inhalte, die das Thema behandeln. Und schlussendlich natürlich auch ein Austausch mit mir kann sich natürlich auch auszahlen. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist ein super Schlussvotum. Du hast uns hier etwas den Mund wässrig gemacht. Und in dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du genommen hast, für das Interview. Danke. Und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Besten Dank, Andreas. Tschüss. Tschüss. Ciao, Tom.